Heute sind wir in der gut erhaltenen historischen Altstadt von Hattingen unterwegs. Hattingen ist nach Witten die zweitgrößte Stadt des Ennepe-Ruhr-Kreises in Nordrhein-Westfalen. Hattingen wird im Jahr 990 erstmals als Reichshof Hattnäggen urkundlich erwähnt. Die malerische Kulisse der Altstadt Hattingen ist ein beliebtes Ausflugsziel. Schöne Gassen und die urigen Fachwerkhäuser dominieren die historische Altstadt. Fast 150 Häuser wurden liebevoll und aufwendig restauriert. Sie befinden sich rings um die St. Georgskirche. Teilweise sind die Häuser bis zu 600 Jahre alt. Mittelalterliche, verwinkelte Gassen, kleine Cafés und Antikläden. Es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken. Manch einer sagt, die Hattinger Altstadt sei die Perle des Ruhrgebiets. Überall gibt es kleine oder größere Lokale, in denen man meist auch im Freien essen und etwas trinken kann. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Hattingen bietet den Besuchern mittelalterliches Flair, kulinarische Feste und gastronomische Vielfalt, die sonst wo kaum zu finden ist. Im Winter kann der Weihnachtsmarkt in dieser tollen Kulisse empfohlen werden. Verschiedene Stadtführungen werden ebenfalls angeboten. Und nun genießen Sie mit mir zusammen die mittelalterlichen Impressionen der Altstadt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo oder einen Daumen da. Oder teile dieses Video mit deinen Freunden.